Ein kleiner Hinweis: Im nachfolgenden Video sind die Kommentare nicht original, da es leider mein Mikrofon nicht aufgenommen hat und ich somit nachkommentieren musste. Vielen Dank fürs Verständnis, der AC1005. Hallo Leute, was geht? Der AC1005 hier mit Let's Play Crash Bandicoot 3 und dem Level Gone Tomorrow. Wir holen uns den Relikt. 2 Minuten und 3 Sekunden für den Saphir. Vielleicht schaffe ich auch Gold, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, Schuh-Taste, Schnelllauf-Taste ist bereit. Wir töten diesen Kerl mal, damit ich ein bisschen meine Ruhe habe und dann geht's los. Akku, sehr gut. Zeitkisten, ja, okay. Stirb auch, toll. Noch mehr. Aha. Akku, jawohl. Zack, 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 zack. Pau, pau. Ciao, ciao. Dupp. 12 Sekunden, jawohl, okay. Zack, 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 zack. Keine Ahnung, warum ich das vorhin auf dem grünen Pfad nicht geschafft habe und es hier eigentlich relativ einfach ausschaut. Achtung, Crash, aufpassen, sonst bist du tot. Toll, schön, Ja, zack. Aha, ja. So, hier, zack, Plattforming. 30 Sekunden. Das hält alles auf, diese Plattformen. Die müsste man jetzt beschleunigen können. Geht aber leider nicht. Von dem her geht es einfach so weiter. Tück, tück. Oh, drei Masken. Das ist schön. Jetzt kann ich Gas geben. Jetzt wird alles sterben. Dumpti, dumpti, dumm, 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 dumm. Bum, bum. Das ist ja langweilig, wenn alles stirbt. Die grüne Plattform ist auch da. Danke, grüne Plattform. Den Zweier nehme ich nicht mit, sonst falle ich runter. Und die nächste Plattform, die letzte, wir sind bei 57 Sekunden. Eine Minute. Okay. Oh, schon wieder drei Masken. Toll. So gefällt mir das Level. So habe ich kein Problem damit. Kann ich den auch so töten? Das geht natürlich. Mit drei Akku geht einfach alles. Und das ist Gold, oder? Ja, Gold. Mit drei Masken geht das einfach. Weil man es kann. So, da machen wir hier Dom. Dö. Oh, fertig. Tschüss. Du wirst mich nie wiedersehen, Level, denn Gone Tomorrow ist, so wie es ausschaut, mein Albtraum-Level. Gold. Toll. So, nächstes Level. Orange Asphalt. Relikt oder Edelstein. Das weiß kein Schwein. Sozusagen. Wir gucken einfach mal. Ich könnte ja einfach mal die Uhr mitnehmen. Dann könnte ich mich zurücksetzen. Wir warten erstmal wieder schön gechillt. Hallo Akku, du bist schön goldgelb, so wie es du sein sollst. Goldgelb gebraten. Nö. Wir warten ein bisschen, damit wir einen kleinen Abstand gewinnen. Und dann würde ich sagen, wir nehmen einfach die Uhr mit. Dann können wir uns jederzeit wieder zurücksetzen, wenn wir das wollen. Und ansonsten, ja. Irgendwie das Start da oben, das ist irgendwie, sieht man, dass das irgendwie eingesetzt ist. Das ist nicht original toll gemacht. Naja. Also gut, los geht's. Akku ist natürlich weg, ist unschön, aber passiert. So, da. Oh, das war knapp. Dann haben wir hier noch ein Kistchen. Ja, das hat's mitgenommen. Und hier, wie es ausschaut, werde ich jetzt den Edelstein holen. Ja. Ich muss nur aufpassen, damit ich keine Kiste vergesse, weil man kann nicht umdrehen. Das heißt, wenn ich eine Kiste vergesse, darf ich den ganzen Mist nochmal machen. Ist natürlich nicht schön. Von daher ist am besten alle Kisten mitnehmen, dann hat man schon mal keinen Ärger. Da ist nix. Beschleunigungsstreifen wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist auch nicht schlimm. Ja. Hier über den Abgrund, dann haben wir hier ein Kistchen. Toll. Zack, am Polizeiauto und da vorne sind meine lieben Autos. Toll. Zack, zack. Ja, wir bremsen ein bisschen ab. Bringt alles nichts. Wir brauchen unsere Ruhe. Für den Edelstein. Das wird zwar die schlechteste Zeit, die man jemals gesehen hat, aber spielt ja keine Rolle. Wir fahren ja kein Reliktrennen. So, jetzt hier schauen, damit wir die zwei Kisten mitnehmen. Okay. Ja, toll. Die jetzt mitgenommen. Passt. Das passt. Ja, überhole ich den Kerl jetzt oder wie schaut's aus? Nö. Oder? Toll, voll abgedrängt. Arsch. Schub die dummen dieben dab du dab dai. Zack, vorbei. Ja, was ist jetzt mit dir? Sind da noch Kisten? Nein, wir ziehen vorbei.
Und da ist der Cortex. Igitt. Sowas kotzt mich an, wenn die Leute nicht vom Fleck wegkommen. Ist wie in der Wirklichkeit. Auf der Straße mit den alten Opas. Ich hasse es. So, wie war das hier? Ach ja. So, schön langsam und dann schön vorbei. Nicht, dass wir ins Loch fallen. Toll. Ja, die Hammer. Okay. Los geht's, Crash. Weiter geht's. Aha. So, ich hoffe... Okay. Ich hoffe nur, die Kiste hat es jetzt auch mitgenommen, die eine. Die eine oder keine. Und? Ja, hat geklappt. Edelstein, toll. Und sogar noch Achter geworden. Ja, dafür gibt es natürlich, ja, keinen Relikt. Ist einfach zu schlecht, ist klar. Aber da kommt es ja nicht drauf an. Den Edelstein hätten wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen das Level gleich nochmal und holen uns den Relikt dazu. Dann hätten wir es auch abgeschlossen. Und, ja. So machen wir es. Also, Orange Asphalt. Oder Fleming Passion. Anscheinend Fleming Passion Relikt 1.42. Entweder hatte ich da keine Lust, keine Lust auf Orange Asphalt oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht... Oh ja, bin ich gleich mal runtergefallen. Aber ich brauche wahrscheinlich eine Entspannung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hier jetzt Fleming Passion. Na, das ist... Ja, Akku ist da gleich mal weg, ist klar. Und, ja, kleine Erholung. Das war schlecht. Kostet alles viel zu viel Zeit. Sozusagen eine kleine Erholung jetzt von Orange Asphalt. Fleming Passion. Zack, zack. Oh. Au. Crash ist geröstet. Röstaromen. Om nom nom. Und nochmal. Chup, chup. Hüpf, hüpf. Zack, zack. Hack, hack. Ja, das war toll. So, Teppich. Komm her, Teppich. Ah, die alte. Hopp, das schaffen wir da. Ja, toll. Mhm. Ja, okay. Stirb. Hopp, hopp. Ah, das schaffen wir natürlich nicht. Das war blöd. Das ist blöd. Aber so geht's. Teppich. Ah, die alte da oben schon wieder. Ah, kann ich die Dinger... Mhm. So. Das war genial! Das hatte ich eigentlich gedacht, dass es mich zerreißt. Aber irgendwie hat es die Kisten mitgenommen und die TNT zerrissen. Das ist natürlich toll. Au. Ey, wie... Oh. Hm. Ah, jetzt hebt der Teppich wieder... Toll. Das wird von der Zeit her bestimmt eine gute Zeit. Ich hab's im Gefühl. Natürlich nicht. Es wird eine beschissene Zeit. Kann man sowas verzapfen? Hopp und hopp. Oh, die Totenkopfplattform ist auch da. Aber die wollen wir natürlich nicht. Wir machen das Level normal. Vielleicht könnte man es auch auf dem Totenkopfpfad schaffen, den Relikt zu holen. Ich glaube es eher nicht. Wahrscheinlich wird es auch da keine Zeitkisten geben. Und da bin ich runtergefallen. Also nochmal. Hüpf, hüpf. Bup, bup. Stirb. Jawohl. Akku. Azuka, stirb. So, weiter geht's. Zack, zack, Teppich. Oh, und schon wieder runtergefallen. Ja, auch dieses Level. Natürlich dadurch, dass es relativ lang ist, auch nicht ganz so einfach. Der Relikt ist klar. Man hat viele Stellen, wo man runterfallen kann und so weiter. Ist natürlich blöde. Aber wir versuchen es einfach mal, denn irgendwie müssen wir es ja sowieso machen. Es bringt uns ja definitiv nichts, wenn wir es nicht machen. Es bringt uns einfach nichts. Ja. Akku gleich mal gegrillt. So, schnell vorbei. Zack, zack. Das mache ich aber jetzt mit der Bazooka, das ist sonst zu gefährlich. Schön. Weil das war vorhin, ja. Übel, sprach der Dübel. Teppich, wo bist du? Einmal, wenn ich einen Doppelsprung machen will, dann lande ich natürlich auf dem Teppich. Und darf die Scheiße nochmal machen. War ja wieder klar. Stirb. Stupdi, dupdi, 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 schupdi, dupdu, schnell vorbei. Und warum werfen Frauen aus Langeweile oder so Handgranaten oder irgend sowas aus dem Fenster? Das ist doch ein Witz. Wahrscheinlich Arbeitslose. Oh, das war toll. Wahrscheinlich Hartz IVer. Naja, natürlich gibt es das im Orient nicht, aber macht ja nichts. Oh, jetzt haut der Teppich natürlich wieder ab. Toll, danke. Auf, gut Glück, dass es jetzt besser klappt. Stirb. Oh, das ist toll. Teppich, Hallöchen. Stirb. Chup, chup. Oh, drei Masken, noch toller. Jetzt werdet ihr alle sterben. Dup,
die düpp, die düpp. Hoffentlich falle ich jetzt nicht runter. Teppich, bleib da, bitte. Danke. Zack, zack, zack. Düpp die, düpp die, düpp die. Ja, das Ziel kann... Ah, da hinten ist das Ziel. Das ist schön. Da oben ist eine Dreier. Oh, die habe ich auch mitgenommen. Das ist prima. Wir sind bei einer Minute. Könnte schön hinhauen. Da ist das Ziel. Und Gold? Gold. Der Atze hat mal wieder Gold geholt. So, Namen noch schnell eingeben. Dubdidub. Und das war's dann. Schubdieben, dabben, dabben, dubben, du. So, wie schaut's jetzt aus? Werden wir jetzt Orange Asphalt angreifen? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber ich denke ja. Oder? Mad Bombers. Ja, Fleming Passion hat sich doch erledigt, Crash. Was geht ab? Orange Asphalt, endlich. 1,36. Wir greifen die Geschichte an. Damit wir es einfach hinter uns haben. Und ich töte Akku Akku schon wieder. Oh nein. Wir werden natürlich wieder ein bisschen warten. Immer diese Warterei. Es nervt. Aber es ist besser, wenn uns die Autos nicht im Weg umgehen. Sonst ist das alles noch ein bisschen blöder, sage ich jetzt mal. Und ja. Schuppen die dab, duben dab, dieb dab, duben dab, dub dub. Duben dieb dub. Crash fährt wirklich auf einem Motorrad, das in der Luft schwebt. Es ist einfach genial gemacht. Genial gemacht. Naja, gut. Was soll man dazu sagen? Es war 98, es war ein Riesenfortschritt damals, dass überhaupt solche Spiele, dass es solche Spiele gegeben hat. Und ich meine, PlayStation war damals ja sowieso, ich sage jetzt mal, nicht bessere Konsole, aber sie war einfach fortschrittlicher, denn der Nintendo 64 hatte halt damals immer noch diese Steckmodule und Sony hat da wirklich mit dieser CD-Technik, ja, ist den Leuten einfach einfacher, schöner gemacht. Wobei man sagen muss, jedes System hat seine Berechtigung. Und ich finde auch, der Nintendo 64 ist nicht schlecht. Von der Grafik her kommt es natürlich auch immer auf die Spiele drauf an. Der Vorteil beim Nintendo 64 halt, also zumindest für Nintendo, die Spiele konnten eigentlich nicht, sagen wir mal, kopiert werden, denn diese Module... Ja, man braucht ein Modul, bla bla, bei der PlayStation damals. Ja, ich meine, CD-Brenner war damals zwar teuer, Ende der 90er, aber wer ihn gehabt hat, konnte sich ein Spiel einfach kopieren. Chip in die PlayStation rein und dann konnte man das spielen. So, zurück zum Spiel und nicht zu viel Gelaber über Konsolen, denn... die meisten werden das sowieso alles wissen. Warum erzähle ich es überhaupt? Atze, was geht ab? Atze... Nicht ins Loch, nein, toll. So, wie war die Zeit? 1,36 irgend sowas, okay, Zeit ge- Oh. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich das noch schaffen? Oh, es wird schwierig, oh nein, oh, doch, ich könnte es schaffen. Hopp, hopp, hopp. Ja, wenn dann aber eh nur Saphir wahrscheinlich, oder? Höchstwahrscheinlich. Nur Saphir, da hat meine Nase gejuckt. Ja, Saphir. Aber ist okay, ich meine, man muss sich nicht reinstressen. Und Saphir ist da auch völlig okay. Ja. So viel zum Nintendo 64 und der PlayStation. Natürlich wieder schönes Gelaber vom Atze. 1,31 für den Goldrelikt. Ja, das nächste Mal dann. Mad Bombers. Wir werden uns den Relikt holen. Und dann haben wir noch Backlight, Edelstein und... Relikt, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ja, bitte kommentieren, abonnieren. Wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Und ja, wir schauen uns den geheimen Bobroom noch ein bisschen an. Trotzdem bin ich der AC105 nach wie vor, da hat sich nichts geändert. Rings of Power haben wir auch noch. Edelsteine und Relikt. Und dann müssten wir das Spiel eigentlich haben. Dann kämpfen wir nochmal gegen Cortex und das war's. Okay, auf jeden Fall, bis denn und ciao, ciao.